back from the dead. Bounty, ihr geilen Friemels, und herzlich willkommen zu einer erneuten Folge von Let's Design City Skylines an unserem Flughafen. Heute beschäftigen wir uns mit dem Vorfeld, mit dem ganzen Airfield und mit den ganzen Flugzeugen, die dann parkiert sind. Und ich habe angefangen mit dem ganzen Hangars auf dieser Seite und habe die dann aber wieder abgerissen, weil ich da zu wenig Platz hatte. Flugzeuge waren einfach viel, viel zu groß dafür und deswegen kommt das Ganze auf die andere Seite. Ich habe es erst versucht, das Ganze noch ein bisschen zurückzuschieben, um mehr Platz zu bekommen, hat aber dann nicht geklappt. Deswegen habe ich das ganze Hangar-Geschmäus auf die andere Seite rübergebracht. Und ich danke euch wie immer für die tollen Kommentare in dem letzten Video. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ihr bringt super Ideen, ihr bringt mir super Feedback und es macht mir mega viel Spaß für euch und es macht auch Spaß für mich selber was zu bauen, aber ganz besonders macht es mir Spaß, dass ihr immer diese Videos anguckt und daher ein ganz, ganz großes Dankeschön an alle, die meine Videos verfolgen und vor allem die speziell hier nur wegen City Skylines ihre Zeit verbringen und sich die Zeit nehmen, um zu gucken, was ich denn so baue. Und ich nehme mir natürlich auch die Zeit, um was zu bauen. Und das waren jetzt wieder, lass mich nicht lügen, ich hätte noch viel, viel mehr reinnehmen können. Ich habe aber nicht alles aufgenommen, deswegen gibt es ab und zu mal so einen kleinen Sprung zwischendrin, wenn eine neue Aufnahme beginnt. Hätte ich jetzt alles aufgenommen, lass mich nicht lügen, die Timelapse wäre 2 Stunden lang geworden. Hätte ich alles aufgenommen und es würde alles genauso schnell laufen wie jetzt, hätte ich 1,5 bis 2 Stunden Filmmaterial, trotz Timelapse. Und das muss man sich mal in den Kopf geben, wie lange das ich hier an diesem Vorfeld gebraucht habe. Es war aber auch mega schmerzhaft, überall die ganzen Props hinzusetzen. Das Ding war, oh, meine Stimme, Entschuldigung. Das Ding war halt, man hat viele, viele Flugzeuge, die parkiert sind und man muss überall überlegen, was macht das Flugzeug gerade? Ist das gerade gelandet? Ist das schon bereit zum wieder losfahren, um zu starten? Das heißt, ich mache da einen Pushbacker hin oder wird das Flugzeug gerade nur betankt? Da mache ich da Tanklaster hin. Oder wird das Flugzeug gerade entladen? Die Gäste werden entladen mit Bussen. Es wird betankt und das Gepäck wird entladen. Es kommt ja immer so ein bisschen drauf an, welche von diesen ganzen Unternehmen ist zuerst am Flugzeug. Sind die Tanklastwagen zuerst am Flugzeug? Können die Leute natürlich noch nicht aussteigen, weil das Treppenfahrzeug noch nicht da ist. Und hier habe ich angefangen, so ein bisschen herauszufinden, wie könnte das Ganze aussehen. Zum Beispiel hier suche ich gerade diese Stange, wo das Flugzeug dran ist. Zum Beispiel das Flugzeug, das wird gerade rausgestoßen. Bei den Hangars bin ich noch nicht fertig geworden, das gebe ich zu. Ich bin aber auch noch nicht ganz fertig geworden an diesem Platz, den ich angefangen habe. Ich bin dann sehr, sehr schnell wieder abgeschweift in eine andere Materie am Flughafen, beziehungsweise auch das Vorfeld. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, diesen Hangarplatz auf der Seite, da bin ich noch nicht fertig. Wenn ich den fertig habe, ist das Vorfeld soweit gut. Wir werden aber natürlich noch in einer weiteren Folge weiter hinten, da wo wir jetzt sind, weiter rechts, wird dann ein Cargo-Terminal entstehen. Und ein großer Zugbahnhof, wo Güterzüge hinkommen und von da nimmt es dann ein LKW mit, diese Container, bringt es zum Cargo-Terminal, da wird das Ganze in Frachtcontainer für Flugzeuge umgeladen. Und ja, dann kann das Flugzeug da starten. Und ich bin mal am Überlegen, ob wir da wirklich auch ein Terminal hinmachen, damit da wirklich auch Flugverkehr ist. Oder wir machen das Ganze nur static, also dass sich da wirklich nichts bewegt. Das ist also quasi nur Deko, dieses Terminal. Die Züge, die werden ein- und ausfahren. Das ist klar. Und hier ziehe ich schon mal die Landebahn des Cargo-Terminals, einfach damit ich weiß, wo das Ganze etwa hinkommen sollte.
machen. Des Weiteren haben wir noch vor das kleine Dörfchen auf der Insel. Da bin ich mir am überlegen, ob ich da einfach Waldgebiet hinmache, denn oder halt einfach eine kleine Hotelanlage mit einem Strand oder so. Bin ich mir jetzt noch nicht ganz schlüssig. Schreibt's in die Kommentare, ob da ein Dörfchen cool wäre oder eine Hotelanlage mit Strand auf dieser Insel. Ich weiß ja nicht, ob Hotelgäste das so genießen würden, wenn da die ganze Zeit Fluglärm ist und auch ein Dörfchen bei Fluglärm. Ich weiß nicht. Also schreibt mir das unbedingt in die Kommentare. Hier habe ich angefangen, die Feuerwache zu machen. Vorher habt ihr gesehen, ich habe eine Buslinie gemacht. Das hat diesen Grund, dass die Busse von dem Terminal, von dem Passagierterminal aus, eine Route haben zu einem Flugzeug. Zu einem Flugzeug auf dem Vorfeld. So simuliere ich quasi, dass die Busse die Leute beim Terminal abholen und zu ihrem Flugzeug bringen auf dem Vorfeld. Und das klappt ganz gut. Hier haben wir einen Müllwagen, der gerade durchgefahren ist. Ich suche endlich den Bus. Hier ist der Bus. Hier war der Bus. Und wie schon gesagt, ich kann die Props in Cities Skylines nicht mehr sehen. Ich habe noch nie in meinem ganzen Cities Skylines Dasein so viele Props in so vielen Stunden nacheinander hingesetzt. Ich war da, das waren zwei Abende, wo ich da dran gesessen habe, und zwar je 5 Stunden am Stück. Also 10 Stunden habe ich da sicher gebraucht, und das rechne mal jemand dazu, zu dem, was ich sonst schon gemacht habe am Flughafen. Und ich habe bei Steam Workshop, beziehungsweise bei meinem Steam-Profil, habe ich mal geguckt, wie lange das ich Cities Skylines spiele. Und mich würde mal interessieren, wie lange spielt ihr euer längstes Spiel? Welches Spiel ist das und wie viele Stunden habt ihr schon für dieses Spiel investiert? Bei mir ist es Cities Skylines, das längste Spiel. Und ich habe in diesem Spiel 707 Stunden verbracht. Ich habe das ausgerechnet, das ist so um einen Monat rum. Also 30 Tage, 31 Tage. Und ich muss ganz ehrlich sagen, stell dir mal vor, du zockst einen Monat lang, ununterbrochen, ohne Schlaf, City Skylines. Dann kommst du auf 707 Stunden, die ich ja habe. Natürlich mit Pausen dazwischen. Aber einen Monat lang City Skylines, das ist echt schon krass. Und mich nimmt das Wunder, hat jemand ein Spiel schon länger gespielt als ich, City Skylines? Dann schreibt es mir in die Kommentare. Ich bin da wirklich sehr, sehr gespannt, was ihr da, wie lange ihr welches Spiel gesuchtet habt. Und das ist für mich sehr, sehr interessant zu wissen. Dann wollte ich auf dem Vorfeld einen Parkplatz hinbauen, beziehungsweise ein Areal, wo man quasi die ganzen Fahrzeuge, Treppen, die ganzen Fahrzeuge, die man im Flughafen braucht, abstellen kann. Und am Anfang sah das Ganze so aus. Hab's aber dann am Ende nochmal geändert. Das sind die ganzen Gepäckwagen. Hier haben wir die Pushbacker. Keine Ahnung, wie die auf Deutsch heißen. Wie heißen die denn auf Hochdeutsch? Pushbacker? Zurückstoßer? Ich weiß es nicht. Gibt's ja oft am Flughafen solche Plätze, wo dann die ganzen Fahrzeuge stehen. Und die werden dann da abgeholt, wenn die benötigt werden. Hab dann das Ganze natürlich noch mit diesen gelben Streifen ausmarkiert, dass das quasi ein Parkingplatz ist oder ein Abstellbereich für die ganzen Dinge. Und dann bei den Straßen, wo die Flugzeuge drüber gehen, habe ich diese karierten gelben Linien noch hingemacht, damit die Fahrzeuge wissen, ah, da könnten Flugzeuge kommen, ich guck mal nach links, ich guck mal nach rechts. Und die Flugzeuge haben eigentlich immer Vorfahrt. Was ich schade finde, was auch jemand aus dem englischen Bereich, thank you so much for your comment, in die Kommentare geschrieben hat, ist, dass die Objekte ineinander crashen.
Das heißt, ein Flugzeug crasht zum Beispiel in den Bus rein und das sieht total unrealistisch aus. Schade, dass die Flugzeuge nicht das merken, hey, da kommt ein Bus, oder der Bus merkt, hey, da kommt ein Flugzeug, jetzt muss ich da anhalten, das Flugzeug erstmal vorbeilassen. Und dass die Flugzeuge auch selber miteinander nicht sehen, hey, pass auf, da ist ein Flugzeug am Terminal, jetzt muss ich warten, bis das weg ist. Klar, die machen das, aber natürlich nicht gut genug. Die glitschen trotzdem ineinander. Wenn ihr die Folge 12, die das Terminal Timelapse Video gesehen habt, dann seht ihr, was ich meine mit ineinander glitschen. Und ich habe im Endeffekt jetzt momentan 3 Busse am Fahren auf dem ganzen Vorfeld. Das heißt, es wird da so ein bisschen belebter. Es gibt auch mal Feuerwehr, die da rumfährt. Es gibt die ganzen Müllwagen fahren da auf dem Vollfeld, genau, auf der Vollmilch rum. Und hier habe ich eine Garage gemacht für die ganzen Schneeräum- und Enteisungsfahrzeuge. Die spritzen irgendwie eine Flüssigkeit auf die Tragflächen und dann wird das ganze Flugzeug enteist. Und diese Schneeschieber sind natürlich da auch mit dabei. Und dann natürlich eine Polizeiwache darf an einem Flughafen nicht fehlen. Bei uns in Zürich habe ich mal einen Panzer gesehen, nicht Paul Panzer, sondern einen Polizeipanzer, der fuhr da auf dem Vorfeld rum. Und auf dem Panzer stand ganz, ganz groß in weiß Polizei drauf und ich habe natürlich auch hier einen Panzer hingesetzt, aber der kommt erst später ins Bild. Ich trinke mal ein Stück meine Stimme, die verabschiedet sich jetzt gerade. Ist ja auch ein langes Video, ich versuche das mal so mit euch durchzulabern. Beziehungsweise euch so gut wie möglich bis zum Ende des Videos zu unterhalten. Wenn es wirklich nicht mehr geht, dann machen wir ein bisschen Musik rein, ein bisschen laute Musik und dann noch ein paar Szenen. Das vergesse ich immer. Ich habe in den letzten Videos vergessen, die Musik lauter zu stellen. Das tut mir leid, obwohl das keiner in die Kommentare geschrieben hat. Ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie niemandem aufgefallen ist oder das niemanden stört. Auf jeden Fall habe ich dann überlegt, okay, wir machen hier noch eine Straße in den Flughafen rein. Damit wir da aber keine Autos haben, die da auf dem Vorfeld rumfahren, habe ich mit Traffic Manager nur Notfahrzeuge, also SOS-Fahrzeuge erlaubt. Das heißt Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst, die kommen da rein und raus. Zum Beispiel bei uns ist die Feuerwehr auch zuständig, wenn in der Nähe der Autobahn des Flughafens ein Unfall passiert, kann die auch schon mal ausrücken da. Und hier ist natürlich auch das Gleiche. Hier wieder ein Abstellplatz für die ganzen Geräte des Flughafens. Mehr ist dazu eigentlich nichts zu sagen. Und ich trinke jetzt endlich mal einen Schluck. Ich habe nämlich auch immer noch keinen Schluck genommen. Aber meine Stimme hat sich gebessert, merke ich gerade. So, noch ein paar Überwachungskameras. Die habe ich übrigens noch nicht überall am Flughafen gesetzt. Das sind so Kleinigkeiten, die möchte man gerne überall hinsetzen. Weil Überwachungskameras, die gibt es ja überall am Flughafen. Die gibt es ja mittlerweile schon auf der Toilette bei sich zu Hause. Da ist ja ne, auch schon Überwachung ganz groß, auch jetzt mit den Drohnen. Stellt euch mal vor, ihr habt beim Badezimmer ein Dachfenster. Ihr seid da am Duschen und jemand guckt da mit der Drohne rein. Ah, nee. Also, wir sind in dieser Gesellschaft heute in so einer großen Zukunft und so weit vorne mit der Technologie, dass wir schlicht und weg einfach überwacht werden. Wir werden überwacht zu jeder Zeit. Wir können überwacht werden zu jeder Zeit. Es ist nicht so, dass jeden Tag irgendwie jemand 24 Stunden lang vom Computer sitzt und dich irgendwie über eine Drohne oder weiß ich was beobachtet. Ich hoffe nicht, ansonsten sieht er da Dinge, die möchte er gar nicht sehen. Und da gibt es Dinge, die möchte ich auch nicht sehen. So, so viel dazu, zu diesem ganzen Ding. Es gibt Dinge, die möchte man wirklich überall in City Skylines hinsetzen, wie zum Beispiel, wie schon gesagt, die Überwachungskameras. Das Problem ist, wenn ich jetzt auf dem ganzen Flughafen solche Kameras platziere, dann bin ich wieder stundenlang dran, nur Überwachungskameras hinzusetzen. Das ist so ein kleines Detail, das sieht zwar geil aus, aber man sieht es so, so, so ungut, weil das halt einfach so klein ist, das Ding. Und es würde cool aussehen bei Cinematics, die ganz am Boden unten gedreht wurden oder werden. Da würde es vielleicht noch cool aussehen, wenn da mal irgendwo noch eine Überwachungskamera ins Bild reinkommt. Aber ja,
wie schon gesagt, das sind die ganz, 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 ganz kleinen Details, die ich sehr, sehr gerne mache. Aber wenn es dann um sowas geht, wo man fast überall das kleine Detail hinbauen müsste, wie zum Beispiel, wie schon gesagt, diese Kamera überall hinzusetzen, was ja eigentlich sinnvoll ist, am Bahnhof eine Überwachungskamera, bei den Parkhäusern eine Überwachungskamera, bei dem Eingang des Flughafens eine Überwachungskamera. Es macht ja alles Sinn, aber es ist dann so viel Arbeit und so viel kleine Arbeit, so viel, wie soll ich sagen, Fiddly-Faddly-Arbeit. Und ja, wäre schön, aber mal gucken, ob ich das noch machen werde. Und wenn dann erst ganz, ganz, ganz am Schluss dieses ganze großen Projektes. Es ist ein Mammutprojekt, das gebe ich ganz ehrlich zu. Es ist ein Mammutprojekt und ich habe noch nie so ein großes Projekt gemacht. Und es ist der Hammer. Es ist der Hammer, wie viel Zeit, dass ich schon investiert habe und das Ding wird einfach nicht fertig. Das Teil wird nicht fertig, Freunde. Wahnsinn. Hier habe ich Feuerwehrhängen platziert. Wer die Feuerwehr-Doku, die Flughafenfeuerwehr Frankfurt-Doku auf YouTube kennt, mache ich mal gleich ein bisschen Werbung für die Feuerwehr Frankfurt. Die Flughafenfeuerwehr von Frankfurt, die hatte eine Notlandung und die haben immer ganz, ganz spezielle, wie soll ich sagen, nicht Vorlagen, sondern die haben bestimmte Richtlinien, die müssen innerhalb von 8 Minuten an jedem Punkt sein oder irgendwie so. Guckt euch die Folge selber an, diese Doku, wer Feuerwehr interessiert ist. Die stehen dann in einer Reihe nebeneinander bereit für die Notlandung und das habe ich da so ein bisschen simuliert damit. Es ist natürlich, weil das Props sind, jedes Flugzeug, was landet, eine Notlandung, wenn man jetzt die Feuerwehr sieht, aber man kann sich ja vorstellen, die sind nur einmal da und fahren dann wieder zurück in die Wache. Das geht leider noch nicht, dass man sagen kann, hey, Feuerwehrhaus, du Feuerwehrauto, du fährst von da nach da mit Sirene, du fährst nach da ohne Sirene. Vielleicht gibt es irgendwann mal einen Mod, wo man bei der Feuerwehr Linien hinzufügen kann, wie bei dem Busdepot oder bei Flugzeugen oder bei Schiffen, wo man ja die ganzen Schifftypen auch auswählen kann, hey, dieser Bus, der fährt dahin und wie viele Busse, das geht ja alles mit Traffic Manager, ne? Wisst ihr Bescheid? Und vielleicht gibt es irgendwann mal eine Mod, wo ich sagen kann, hey, dieses Feuerwehrfahrzeug fährt jede Real-Life 10 Minuten zum Terminal und hat da einen Einsatz. Mülleimerbrand oder keine Ahnung, irgendwie Lift. Jemand ist im Lift eingeklemmt, im Terminal drinne. Auf dem Vorfeld brennt ein Mülleimer. Dazu ist dieses Fahrzeug zuständig. Das fährt jede Viertelstunde, jede Real-Life-Viertelstunde raus. Und auch so ein ganzer Löschzug sozusagen, also das heißt mehrere Fahrzeuge hintereinander fahren zu einem großen Terminalbrand und auch wenn jetzt da nichts wirklich brennt, weil das ist ja dann Spiel, das ist ja dann selber im Spiel drinne. Vielleicht kann man das sogar machen, dass da wirklich Flammen auftauchen oder irgendwie ein Auto verunglückt, aber das wäre dann schon fast schon Emergency 4 oder 5. Was man dann hier auf dieser Map spielt. Wäre zwar auch geil, ne? Emergency 4 oder 5 auf der eigen-createden Cities Skylines Map zu spielen, das wäre mega awesome. Das würde ich sogar tun. Oder auch, jemand hat in die Kommentare geschrieben, ein Fluglotse. Und wenn man natürlich am eigenen gebauten Flughafen Fluglotse spielen könnte, das wäre schon, es wäre geil. Es gibt viele geile Dinge, wie zum Beispiel, man stelle sich vor, man macht hier Flugsimulator und fliegt so ein bisschen über seine eigene created Map. Oder sowas wie GTA, man kann in ein Auto sitzen und rumfahren. Auf seiner eigenen erstellten Stadt. Das wäre der Hammer, das wäre so ein Traum. Freunde, das wäre so ein geiler Traum. Einfach mal Spiele, die es gibt, miteinander verschmelzen. GTA und City Skylines ineinander verschmelzen. Das heißt, du baust dir einen Flughafen hin, ja, klaust dir irgendwo ein Auto, fährst auf den Flughafen, klaust dir so eine Maschine, die du selber hingesetzt hast und fliegst mit der ab. Wie geil wäre das denn? Und zwar über deine Downtown, die du selber erstellt hast. Das musst du dir mal geben.
Bei GTA, da kannst du zwar diese Dinge machen, aber du hast nicht selber irgendwas erstellt in dieser Karte. Und ich denke mal, das werden die Spiele von der Zukunft sein. Diese großen Spiele, die eine Auflösung haben, wie man sie noch nie zuvor gesehen hat. Also mal gucken, was da die Zukunft bringt und welche Spiele. Und ich muss ja auch sagen, das mit der virtuellen Reality, mit der Oculus Rift oder mit diesen 3D-Brillen, muss ich ganz ehrlich sagen, da ist ja schon die Zukunft ziemlich nahe. Und jetzt muss man sich das Ganze mal vorstellen, wenn wir jetzt schon die Zukunft haben, wie sieht die Zukunft in weiteren 50 oder 100 oder 150 Jahren aus? Ich meine, Oculus Rift. Du kannst deinen Kopf drehen, du bist im Spiel drinne, du kannst dich selber umsehen im Spiel drinne. Was wird es in 50 Jahren geben? Wie krank kann sich diese Elektronik oder einfach diese Welt, wie krass kann sich diese Welt noch entwickeln, wenn wir jetzt schon an einem Punkt sind, wo wir sagen müssen, hey, die Zukunft ist bereits schon da. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin aufgewachsen 1995. Also da bin ich geboren. Ich habe noch das 19. Jahrhundert erlebt. Und alle Menschen, alle Zuschauer, vielleicht gibt es Zuschauer, die 2000er Jahrgang haben, 2001, 2002 oder 2003, die das Ganze nicht mehr miterlebt haben. Wir hatten früher Kassetten. Wir hatten früher Motherfucking Kassetten. Die musste man mit einem Bleistift aufziehen. Also aufziehen, wenn das Band ausgeleiert war, muss man das aufziehen. Und wir hatten einen Kassettenrekorder und die alten MP3-Player, wo man noch eine ganze CD einschmeißen musste. Und den hatte man dann in der Jackentasche unterwegs und den hatte man immer in der Hand. Mit dem lief man in der Hand rum. Heute hat man das Handy in der Hosentasche und hört Musik über Kopfhörer. Und früher hatte man da einen MP3-Player für und heute ist ja alles in diesen Smartphones enthalten. Die Kamera ist da drinne, ist eigentlich ein Multi-Gadget für MP3-Player, Kamera, ist alles drin. Und früher, 19. Jahrhundert, 1995, hatte man halt für jedes einzelne Feature, was du jetzt in einem Smartphone drinne hast, hast du ein eigenes Gerät. Ne, also MP3-Player, Fotoapparat, du hattest da, was gab es noch? Ein Kompass gibt es ja mittlerweile auch im Smartphone. Das Ganze mit dem FaceTime, mit der FaceTime-Übertragung, also wenn man da jemanden anruft mit Video, wie zum Beispiel Skype. Und früher gab es ja auch noch den MSN, MSN Messenger, wo man da miteinander geschrieben hat. Es ist wahnsinnig, wie sich die Zukunft entwickelt hat und wie viel das da noch kommen wird. Ich möchte es gar nicht wissen. Ja, Programm. Leider kann ich da während der Soundaufnahme nicht nach vorne springen und gucken, wie lange das Video noch dauert. Aber ja, schreibt mal in die Kommentare, welches Spiel das ihr am längsten gesuchtet habt. Und ich lasse euch jetzt mit den letzten paar Minuten alleine. Also lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat und wenn ihr auch meine Arbeit sch zu schätzen wisst, lasst ein Abo da, wenn ihr mehr sehen möchtet. Und ja, haut rein. Bis zum nächsten Mal.